Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk. Wir sind in der Werkstatt und sind immer noch leise unterwegs. Mir war so, als wenn hier jemand saß. Weil wir suchen Hellmann, den verfolgen wir. Da er von den Konzernen weggebracht wurde. Wir kommen hier aber nirgendwo aufs Dach, um den Scharfschützen auszuschalten. Nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Was zum Teufel machst du hier? Das ist meine Tankstelle. Mein Name ist Marty. Diese verdammten Anzüge sind reingestürmt, als wäre das ihr Laden. Haben alles genommen und mich hier eingesperrt. Scheint dich nicht zu beeindrucken. Nicht mein erstes Mal. Okay. Wenn sich der Staub gelegt hat, verschwinden die Probleme so oder so. Und ich? Ich klopf mir den Staub ab und gehe zurück an die Arbeit. Okay. Sie hatten einen Mann dabei, den ich suche. Zivilist. Du musst ihn gesehen haben. Bin ja nicht blind. Wo halten Sie ihn fest? In der alten Garage. Wahrscheinlich in der oberen Etage. Danke. An deiner Stelle würde ich eine Weile hier bleiben. Das habe ich auch vor. Alles. Ich weiß, wo Sie Hellmann festhalten. Ich gehe rein. Okay, ich gebe dir Deckung. Kommt hier draußen eigentlich Kundschaft vorbei? Verschlägt's überhaupt einen Arsch hierher? Jeden Arsch, der tanken will, ohne von Kameras erfasst zu werden. Ah. Passiert nicht oft. Aber gib ihm ein dickes Trinkgeld. Du verstehst? Verstehe. Im Gegenzug für ein schlechtes Gedächtnis. Was? Keine Sorge. Dich werde ich auch vergessen. Alles klar. Danke dir. Ich will eigentlich hier ran. Ich will da ran. Nein. Oh, das ist jetzt ja doof. Scheint dich nicht zu beeindrucken. Nicht mein erstes. So, okay, es geht doch. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Wir könnten zwei BDs hintereinander machen, dann hätten wir das. 1, 2, 3, 4, 5. Das würde also gehen. Wir bräuchten also zwei BDs, dann ein C, dann ein 55er. Und das wird jetzt nämlich genau das Problem. Ich könnte den BD machen, das bringt mir nichts. Ich muss diesen einen BD machen. Das ist schlecht. Anders anfangen können wir aber auch nicht, um die unteren zu bekommen. Wir könnten halt... Rein, BD. Ein C55. Ja, dann müssen wir es so machen. BD. Ein C55. Wenn sich der Staub gelegt hat, verschwinden die Probleme so oder so. Okay. Ja, wir sind doch schon fertig, mein Goodstore. Weil ich will aufs Dach, ehrlich gesagt. Bitte mal ein Ping. Sie hätten es nicht wissen können. Die Route war verschlüsselt. Vielleicht waren es keine Nomaden. Wie denn sonst? Ich weiß nicht. Der ehemalige Arbeitgeber von dem da oben? Schwachsinn. Sie hätten eher eine ganze Einheit geschickt. Wir würden nicht hier stehen und darüber reden. Das ist ja auch noch einer. Tut mir leid. Wer? Wo? Dach? Das Einzige, was mir gerade einfällt. Dass mich irgendwie das Dach gesehen hat. Mist, da läuft eine Wache. Wir werden angegriffen! Hören! Nein! Deswegen.
Okay. Leises Vorgehen war gut. Was? Habe ich das gerade richtig gesehen? Den. Oh, nett. Nette Schütze. Also, jetzt mal ernsthaft. Gefällt mir. Ich habe nicht daran gedacht, dass die Dinger hier auch... Ja, sowas haben können. Okay, die Drohne hier draußen? War die schon down? Bin mir nicht sicher. Oder war das die große hier? Hm. Perfekt. Da. Danke. Was hast du hier noch mehr? Oh. Ihr habt euch hier schon mal gut eingerichtet. Aber ist das nicht so ein Abholtransporter? Hätte ich jetzt zumindest erwartet. Hier noch eine Leiche drauf. Irgendwas sehe ich hier. Ach, hier hast du noch einen getötet. Mann. Ey. Panam, du bist geil. Also muss man mal sagen, was die wegballert, ist ja geil. Halalala. So, dann schauen wir mal. Was können wir da machen? Wir könnten eventuell, also 1C. BD, BD. 55E. Jo. Hop, 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 hop. Okay. So, das war's, ne? Wir haben alles eigentlich soweit. Nee, der liegt ja noch. Nee. Alter. Jetzt mal ernsthaft. Habt ihr hier noch irgendwas drauf liegen? Technik, hier Punkte. Hier war da auch noch so ein Teil, oder? Nee, dich krieg ich so auf. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hui. Hui. Okay. Aber hier waren wir doch schon. Hier ist doch der Alte. Hä? Hm. What the hell? Was soll der Mist denn? Ernsthaft, was sollte das denn werden? So, hier haben wir auch alle ausgeschaltet. Können wir höchstens nur einsammeln ein bisschen. Aha. Ach, da liegt noch mehr. Oder liegt das oben? Ja, der liegt wahrscheinlich wieder oben, weil ich habe schon wieder oben was übersehen. Bestimmt, oder? Nee, doch nicht. Oh, Gott sei Dank. Was sind das denn für Waffen? So. Okay, okay, okay. Hm. Sieht jetzt für mich erstmal okay aus. Nichts weiter. Es lohnt sich. Es lohnt sich, auch mal suchen zu gehen. Da haben wir was Neues. Was ist das? Chemikalien, die lautlosen Killer. Ja, okay, das wissen wir alle. Ja, was man da gut aufpassen muss. Okay. Hey, ganz ruhig. Wir müssen reden. Wer,
Yorinobu Arasaka? Willst du mich zurückbringen, oder? Die erbärmliche Ratte kann sich nirgendwo mehr verkriechen. Keine Rettungsringe mehr. Stopf ihm endlich das Maul. Kein Fan, vermute ich. Er ist auch nicht gerade ein Fan von dir. Der Pisser weiß gar nicht, vor wem er mehr Angst haben soll. Vor dir oder Arasaka? Nimm's nicht persönlich. Du wolltest doch Takemura informieren, wenn du Hellmann hast. Ja, Sekunde. Ich ruf ihn an. Was machen wir mit dir eigentlich? Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Was hast du mir geschickt, Dakota Smith? Und komm ruhig vorbei, wenn du mal reden willst. Alternativ können wir auch eine Runde zusammensitzen und still sein. Oder so bin ich für dich da, wie? Hä? Muss ich? Oh, wir haben sogar zwei Level gemacht. Das ist ja geil. Halt, wir wollten niemanden anrufen. Guck mal hier, Takimoto. Aber denk dran, du hast Hellmann. Das ist ein fettes Ass im Ärmel. Versuch, was damit zu erspielen. Takemura hat mir das Leben gerettet. Schon vergessen? Weil es für ihn von Vorteil war. Reine Eigennützigkeit. Ah, verstehe. Du kümmerst ihn einen Scheiß. Takemura, gute Nachrichten. Ich hab Hellmann. Lebend? Was hat er gesagt? Natürlich lebend. War nicht gerade sonderlich gesprächig. Ich bring ihn ins Sunset Motel. Bin unterwegs. Behalt ihn dort, bis ich eintreffe. Verstanden. Bis dann. So. Bring ihn besser irgendwo hin, wo ihr in Ruhe reden könnt. Ja. Was war das? Sorry, wenn ich so sage, aber nein. Kommen wir hier irgendwie noch nach oben? Das hört sich nämlich überhaupt nicht gut an. Das hört sich an, als wenn eine Biker-Gang draußen angekommen wäre. Oder das ist Mitch mit den Leuten. Das kann natürlich auch sein. Ich komme nur hier raus. Okay. Glaub, deine neuen Schuhe sind da. Gott. Oh, ist der das? Ich dachte grad. Das ist er. Bring ihn raus. Wirf ihn aufs Motorrad. Okay. Nicht bewegen, okay? Die Kavallerie ist da. Mitch hat ein paar Aldicaldos gerufen. Alles sicher. Uns hat niemand auf der Straße gesehen. Aber was? Wir sollten trotzdem verschwinden. Das hat man nicht gesehen, was diese hast du Masse. Mit ihm vor? Glaub mir, je weniger ihr wisst, umso besser. Dann erzähl sie mir wann anders. Naja, aber sicher. Saul. Hier ist alles erledigt. Alles sicher. Hab gehört, Mitch verdankt ihr sein Leben. Wie und Panam. Die beiden haben meinen Arsch zusammengerettet. Ich hoffe, er war es wert. Saul, ich hab versucht, Scorpion zu warnen, aber er... Vielleicht kann ich irgendwie helfen. Ich glaube, du hast genug getan. Ich wollte ihn aufhalten. Na klar, dreh dich einfach um und scheiße auf alles. Darin bist du ja der Beste, nicht wahr? Hör zu, das war wirklich nicht Panams Schuld. Pass auf, du und ich, wir sind keine Freunde. Außerdem hat dir noch nie jemand irgendwen beschuldigt. Ja, klar. Panam hat mir nur geholfen. Wenn ich nicht gewesen wäre, wäre der AV nicht abgestürzt. Und Scorpion und seine Leute wären nicht hingefahren. Das ist die Wahrheit, Saul. Ein Aldecaldo ist immer für sich und seine Leute verantwortlich. Die Umstände ändern absolut nichts daran. Vielleicht sollte Panam sich fragen, ob sie noch ein Aldecaldo ist. Scheiße, verdammt. Mach dir keine Sorgen wegen Saul. Der kriegt sich schon wieder ein.
Ist mir sowas von egal. Du bist ihm aber nicht egal, Panam. Als er gehört hat, was passiert ist, hat er uns befohlen, euch zu folgen. Er hat sich Sorgen gemacht, dass dir was passiert. Er hat das... Hört zu. Vielleicht versteht ihr euch gerade nicht. Aber du gehörst zur Familie. Und Saul würde alles für die Familie tun. Hm. Ich frag mich halt, ob ich echt noch zur Familie gehöre. Hey, das weißt du genau. Komm zurück zu uns. Versteh schon. Tut mir leid, das eben. Manchmal wird's bei uns ein bisschen überdramatisch. Ruppig. Aber ich klär das schon. Und du pass auf dich auf, okay? Und? Was jetzt? Zurück nach Night City? Ja, ich meine, glaub schon. Ich muss mal ein bisschen nachdenken über alles. Denke, das wär's. Bis zum nächsten Mal. Sie kommen, ihr habt eine Minute. Hauen wir ab. Bis zum nächsten Mal. Pass auf Scorpions Motorrad auf. Ist jetzt deins. What? Okay. Ich habe den auf dem Motorrad transportiert, aber in der Position, der hat sich doch alle Pfoten verbrannt. Was haben wir hier? Schönes? Cyberware, Anwendung und Nebenwirkung. Okay, haben wir, glaube ich, schon mal gelesen, ne? So, na dann. Führen wir doch ein Gespräch mit Hellmann. Wo bin ich? Was ist das hier? Ein Motel, mitten im Nirgendwo. Welches Nirgendwo genau? Spielt keine Rolle. Du wirst hier eh nur in Begleitung rausspazieren. Warum sind wir hier? Ich will über deine kleine Erfindung reden. Den Biochip für Arasaka. Na gut. Aber ich will erst etwas wissen. Du wurdest nicht von Yorinobu Arasaka geschickt. Nein. Das bedeutet, du musst ein Angebot für mich haben. Wenn dein Boss mehr als Kang Tao bezahlt, dann können wir reden. Kleines Missverständnis. Es gibt kein Angebot. Doch, dein Leben. Was willst du dann? Deine Tech versucht, mich umzubringen. Bin ziemlich sicher, dass sie das nicht tun sollte. Wenn du was reklamieren willst, brauche ich mehr Details. Ich habe Johnny Silverhands Konstrukt in meinem Kopf. Und da will ich es nicht haben. Silverhand? Konstrukt? Das ist unmöglich. Wo hast du diesen Biochip her? Ich habe ihn Yorinobu Arasaka gestohlen. War ein Job, aber die Klientin hat mich hängen gelassen. Und du dachtest, der beste Aufbewahrungsort wäre dein eigener gottverdammter Kopf? Ehrlich gesagt war die Idee nicht schlecht. Das Konstrukt hat mich rebootet, als sich mein Kopf eine Kugel eingefangen hat. Ich wusste, Yorinobus Plan würde schieflaufen. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Arasakas Premium-Tech hat echt die Straße erreicht. Du musst den Biochip aus meinem System entfernen. So einfach ist das nicht. Komm schon, du hast das Teil gebaut, oder? Also, wo ist das Problem? Wenn du die Wahrheit sagst, dann trägst du eine neue, experimentelle Version des Biochips. Man kann sie nicht einfach rausreißen. Mein Ripper meint... Ist das einem verfickten Straßendock gezeigt? Wer weiß noch davon? Ich brauchte Hilfe. Oder dachtest du, ein Kang Tao AV abzuschießen, wäre mein erster Gedanke gewesen? Was macht diese Version anders? Ein anderes Engramm? Mit etwas mehr... Bewusstsein? Aggressivität? Der Biochip ist das Einzigartige. Nicht Silverhands Engramm. Der Vorgänger wurde nur dazu benutzt, mit vorgespeicherten Engrammen zu kommunizieren. Und er war verdammt selten und hat ein Vermögen gekostet. Ja. Der hier ist sogar noch seltener. Er soll ein Engramm in einem neuen Körper installieren und aktivieren. Als ich Arasaka verlassen habe, war das Projekt noch in der Testphase. Wie genau sollte diese neue Version denn funktionieren? Wolltet ihr, dass das Engramm Leute aus ihrem eigenen Körper schmeißt? Ist der Scheiß beabsichtigt? Während der Tests gingen wir davon aus, dass der Wirt während der Implantation neural unbeteiligt sein würde. Du meinst tot? Ja. Was das, was dir passiert ist, umso interessanter macht.
Naja, mir wurde eine Kugel in den Kopf geschossen. Was kostet die Unsterblichkeit? Wer könnte sich so eine Tech überhaupt leisten? Niemand. Das Modell sollte im Haus bleiben. Die Anfertigung des Prototyps war Saburo Arasakas direkte Order. Er beaufsichtigte das Projekt höchstpersönlich. Also hätte ohne Yorinobu niemand je davon erfahren. Und ohne dich wäre das Projekt nie ein Erfolg geworden. Das ist wahrlich ein Durchbruch. Ja, ja, toll. Deine Tech funktioniert. Jetzt hol sie raus aus mir. Ich muss sie mir erst ansehen. Langsam. Wir kennen uns kaum. So schnell vertraue ich dir nicht. Wie hast du dir das sonst vorgestellt? Wenn du willst, dass ich dir helfe, muss ich dich erst untersuchen. Okay. Unglaublich. Sieht aus, als ob... Kann ich fassen, dass ausgerechnet dieser Anzug uns helfen wird? Oh, verdammt! Was? Was ist? Was für ein Jammer, dass ich ihn nicht näher untersuchen kann. Ja, scheiße. Du hättest auch sein Versuchskaninchen sein können. Sag mir, wie ich ihn loswerde. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Dein neurales Netzwerk ist vollständig verkümmert. Ohne den Chip kann es nicht mehr funktionieren. Ich könnte dir allenfalls... Uhu, Zeit zum Falschen, Baby. ...ein gutes Hospiz in Schweden empfehlen. Dort würde man dich durch die letzten Abschnitte begleiten. Die Schmerzen minimieren. Moment. Du meintest, das Projekt war in der Testphase. Du weißt also nicht, wie es enden wird. Doch. Ich habe gerade gesehen, wie das Konstrukt dein Gehirn verschlingt. Es ist dazu programmiert, seine neue Umgebung zu dominieren. Um jeden Preis. Und dein kleines Matschhirn ist hilflos dagegen. Also wird das Engramm früher oder später siegen? Ja. Und von dem, was man sich über Silverhand sagt, scheint das genau sein Stil zu sein. Sieht aus, als wäre ich zu einer Arasaka-Legende aufgestiegen. Was genau geht in meinem Kopf vor? Sag du mir das. Wie ist es so, zwei Persönlichkeiten zu haben? Das ist heavy. Ist ja nicht so, als würdest du Stimmen hören. Du bist gleichzeitig du selbst und Silverhand. Ich kann ihn sehen und mit ihm reden. Ihr redet nicht. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Hast du bemerkt, wie das Konstrukt auf deine Entscheidungen Einfluss nimmt? Jetzt reicht's aber. Was meine Entscheidungen angeht, ist Johnny nicht mehr als eine Stimme in meinem Kopf. Er mag andere Meinungen haben, aber er hat keine Kontrolle Stimmt, über mich. Stimmt, absolut. Du bist echt ein verdammt sturer Wirt. Keiner von euch gewinnt die Debatte. Die Ansichten verlagern sich nur, langsam aber sicher. Okay. Wie meinst du das? Du wirst langsam Dinge tun, die unvorstellbar waren. Zumindest für dein altes Ich. Und du weißt ganz genau, wie er drauf war. Ein Fanatiker. Ein Terrorist. Ein Selbstmordattentäter. Du ein Wichser. Und ich soll dich angeblich Darum manipulieren Darum halte ich wollen? Es für besser, dass du in diesem Stadium klinische Isolation in Betracht ziehst. Wenigstens hat Johnny sich nie wie du für Geld ficken lassen. Verteidigst du ihn? Oder ist das Johnny, der da spricht? Lass mich raten. Er hat schon versucht, deinen Körper zu übernehmen. Oder? Nur für einen Nein. Moment. Würdest du das? Könnte lustig werden. Johnny? Ich mach nur Spaß, aber pass auf! Der Anzug versucht, dich zu belabern. Weißt du was? Das reicht jetzt. Willst du nur Zeit schinden? Weil es momentan so klingt, als wolltest du mir erklären, dass du nutzlos bist. Ich meine, in dem Fall kann ich dir einfach ins Hirn schießen und uns beiden Zeit sparen. Na, endlich. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wenn du mit mir zu Kang Tao kommst. Versuchen reicht nicht. Ich glaub fast, du willst dich bei den Chinesen einschleimen. Auf meine Kosten. Weißt du überhaupt, wie viele Daten in deinem Kopf sind? Selbst wenn ich dir nicht helfen kann, muss ich die Daten retten. Ja, fick mich und gib mir Tiernamen. Vergiss Kang Tao.
Hast du noch andere Ideen? Wenn du meinst, jemand anders könnte dir helfen, dann könnte ich dir die Blaupausen geben. Vollständige Dokumentation des Projekts. Kang Tao hat mir ein großzügiges Angebot dafür gemacht. Du hast sie bei dir? Muss er ja. Ohne die ist der Flachwichser wertlos. Wie? Takemura? Was macht der hier, verdammt? Er hat selbst noch ein paar Fragen an dich. Wenn du nett bist, rettet er vielleicht sogar deinen Arsch. Ich bin fast fertig. Los, die Blaupausen. Oh. Aha. Besser als nichts, sofern wir jemanden finden, der das Tech-Geblubber versteht. Ich weiß wer. Hoffe ich. Was willst du mit ihm machen? Das weiß ich noch nicht. Meinst du das ernst? Du kennst mich. Ich kann sehr spontan sein. Ach, ist das so? Er gehört ganz dir. Ich lasse euch beide allein. Ich hoffe, wir können uns einig werden. Eine Sekunde. Technische Daten, Relic 2.0 Prototyp. Streng geheim. Freigabestufe PO. Datum der Freigabe nicht erwähnt. Projektcodenummer, okay. Projektleiter. Anders Hellmann, genehmigt von Saburo Arasaki. Was? Basisalgorithmus Soul Killer. Sichere deine Seele. Vorab-Einschätzung. Projektzusammenfassung. Im Gegensatz zum Relic 1.0 ist die neueste Version des Bioship-Prototyps nicht nur zur Speicherung eines digitalisierten Engrammes zur einfachen Kommunikation gedacht, es handelt sich vielmehr um ein verbessertes Persönlichkeitskonstrukt, das eigenständig funktioniert und die Implantation in einen anderen biologischen Wirtskörper ermöglicht. Das verbesserte Persönlichkeitskonstrukt von Relic 2.0 bewahrt den Großteil der kognitiven und virtualisierten motorischen Funktionen des Probanden. Erste Tests ergaben eine Emotionsleistung von 75% Konformität. Hinweis, wir interessieren uns nur für die Matrix-Kohärenz des Konstrukts, nicht für seine wahrgenommene Authentizität. Während die Willensleistung zwischen 80 und 90% Konformität schwankt. So, der Erfolg des verbesserten Engramms ist vor allem der Verwendung experimenteller Plyglylstrukturen, neuartiger Kunststoffgranulate, Neuronenreplikatoren innerhalb der Pseudomatrizen geschuldet. Siehe Abschnitt. Wow. Was? Voraussetzung für die Aktivierung von Relic 2 ist die vollständige Abschaltung der Vitalfunktion des Wirtes, Hirntote. Herzstillstand. Das Engramm kann sich nur nach vollständiger und unumkehrbarer Stilllegung der Nervenaktivität einnisten und den Körper übernehmen. Neu hochfahren. Klinische Tests mit Probanden, die kurz vor dem Tod standen, blieben nach Aktivierung der Grundfunktionalität des Relic erfolglos. In Fällen, da Probanden klinisch tot waren, wies der Bioship vor dem Absturz vielversprechende Anzeichen von ersten Aktivitäten auf. Die Identifizierung der Gründe für diese Fehlfunktionen trotz der Erfüllung sämtlicher technischer Voraussetzungen wird der erste Schritt zum Durchbruch sein. Das heißt, die vollständige Aktivierung des Relic 2.0 Konstrukts in einem entsprechenden vorbereiteten organischen Wirtskörper. Komplette Zielbeschreibung siehe Abschnitt 31b. Okay. Das ist in deinem besten Interesse. Wie? Das werde ich nicht vergessen. Du hast also Hellmann gefunden. Und das war's. Kehl ist ganz ausgetrocknet. Versprechen. Hat Wie dir nicht mal ein Glas Wasser gegeben? Inakzeptabel. Unmenschlich. Wo ist Johnny? Ja. So bin ich. Oh, fuck! Ja. Hier bekommst du Eimer. Nein.
Was ist los mit dir? Völlig Fehlfunktion entdeckt. Was? Nichts mehr. Und so willst du Parker suchen? In dem Zustand? Es geht alles zu langsam. Du gehst noch drauf, ehe wir wissen, wie du den Chip loswirst. Selbst gesagt, du willst mich tot sehen. Seitdem habe ich dir doch wohl klar gemacht, dass das nicht mehr so ist, oder? Ich will, dass du am Leben bleibst. Ich habe schon mal gefragt, was willst du von mir? Ich habe eine zweite Chance gekriegt. Und die lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Arasaka und ich haben noch eine 50 Jahre alte Rechnung offen, die ich begleichen will. Und dafür brauche ich dich. Zur Terroristin wollte mich noch keiner machen. Hör zu. Fühle mich ich fast weiß geehrt. Gewisse Dinge, die uns helfen könnten, dein Leben zu retten. Du wirst den Chip los, ich hau Saka eine rein. Win-win. Wir brauchen den Soulkiller. Und wir kommen über Mikoshi an ihn ran. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier Pause und reden dann beim nächsten Mal weiter. Dann also, danke fürs bereit. Zusehen und tschüss.